So, da bin ich wieder. Lädt jetzt hoffentlich. Zumindest hat sich's noch nicht aufgehängt. Denen überhaupt noch jemand mit? Also die Singularität ist echt nice. Muss ich schon sagen. Naja. Feinde im Anmarsch. War nicht mal meine Absicht, einen kritischen Treffer zu erzielen. Feindliche Biotika auf dem Feld. Schwere Waffen im Einsatz. Ja, die Asari ist. Genau, das dachte ich mir. Das war knapp. Ich könnte jetzt snipern, aber... Ich heb mir gerade meine Sniper-Muni mal auf. Weil das eigentlich ganz gut mit der... Locust alles machbar ist. Bisher hat der Shadowbroker mit seiner kleinen Privatarmee aber nicht viel anrichten können. Ich habe den Plan des Schiffs runtergeladen. Wir sind unterwegs zum Zellenlock und zu Farron. Hi. Tschüss. Energie und Schilde um. Hi. Sperrfeuer wo? Ich bräuchte mehr Munition. Das habe ich gesehen. Und einmal Muni. Terminal für Zeug. Medizinkit brauche ich eigentlich nicht, aber egal. Und das ist Farron. Was ist das für eine Maschine? Komisch. Gehen wir mal Farron befreien. Farron. Liara. Halt durch. Wir holen dich hier raus. Nein. Farron. Das könnte schwieriger werden. Legion, kannst du nicht was tun? Du leuchtest so rot. Was zum Teufel hat der Broker bloß mit ihnen vor? Die Maschine reagiert darauf, wenn man daran herumspielt. Dieser Stuhl ist an das Infonetzwerk des Brokers angeschlossen. Sie müssen erst die Energie abdrehen. Wenn sie mich jetzt rausziehen, kocht mein Gehirn.
Weißt du, wo wir die Energie abschalten können? Das wird nicht einfach. Sie müssen zur Operationszentrale. Wozu soll dieser Käfig gut sein? Ich glaube nicht. Das ist ein neuraler Erdungsstab. Die medizinischen Geräte sollen nur dafür sorgen, dass er nicht stirbt. Wir müssen das alles hier beenden. Also quasi, dass man ihn unbegrenzt foltern kann, ohne Angst haben zu müssen, ihn aus Versehen umzubringen. Das ist krank. Woher hatte der Broker die Söldner? Er hat eine Privatarmee aufgestellt. Sie sind absolut neu. Shepard, wir haben wirklich keine Zeit. Eine Frage noch. Was wissen Sie über den Broker? Er hat mir das angetan. Das habe ich vermutet. Ich hatte gehofft, Sie wüssten, was er ist. Ich habe ihn nie deutlich gesehen. Aber er ist groß. Die Wachen haben Angst vor ihm. Ein Kroganer? Ich weiß nicht. Aber nicht jeder, der sein Büro betritt, kommt auch wieder raus. Okay. Einfach oder nicht, wir kommen alle hier raus. Gut. Die Operationszentrale ist am Ende der Halle. Sie wissen, dass der Shadow Broker auf Sie wartet, oder? Ich zähle fest darauf. Wir kommen dich holen, Farron. Ich gehe nirgendwo hin. Alle Teams zu großen Posten zählt. Vorsicht! Das wird wehtun. Ist durch mich durchgeflogen. Keine Ahnung warum, aber freut mich. Negative Z-Achse. Okay, hier ist clean, wollte ich gerade sagen. Jetzt aber irgendwie nicht mehr. Singularität eingesetzt. Was? Ich box dich. Kann man Ping-Pong mitspielen. Alle Teams zum Außenposten C. Ich glaube, Zugriff und hier hinter ist er jetzt, wenn das Außenposten A war. Meine treue Spinne. Die Widow. Dann gucken wir uns das mal aus der Nähe an. Oh. Doch noch nicht. Ich dachte, hier wäre der Broker. Rücksichtslos, den Drell zu retten. Warum? Die Bombardierung auf Ilium war nicht gerade subtil. Extrem, aber notwendig. Nein, war es nicht. Und Farrons zweijährige Haft auch nicht. Dr. Tissoni, Ihre Einmischung hat das alles verschuldet. Farron hat mich hintergangen, als er Ihnen Shepards Leiche übergab. Der Drell bezahlt ganz einfach den Preis dafür. Man verbündet sich nicht mit den Reapern. Jemand muss Sie für Ihre Zusammenarbeit mit den Kollektoren bestrafen. Es war eine Partnerschaft zu beiderseitigem Vorteil. Ihre Ankunft passt gut. Das Angebot der Kollektoren steht noch. Ich glaube nicht, dass er das hinkriegt. Eine Basis dieser Größe ohne Crew zu betreiben dürfte nicht einfach werden. Sie sind alle ersetzbar. Ihre Ankunft ist lediglich eine Unterbrechung. Das bezweifle ich. Meine Operationen sind zu wichtig, um von einem Verräter gefährdet zu werden. Für jemanden, der kein Rückzugsgebiet mehr hat, sind Sie ganz schön selbstbewusst. Sie reisen mit faszinierenden Gefährten, Doktor.
Danke, dass Sie mir den Geth mitgebracht haben, Tesoni. Cerberus hat seinen Verkaufspreis unterschätzt. Sie legen an niemanden mehr Hand an. Es ist sinnlos, mich herauszufordern, Asari. Ich kenne alle Ihre Geheimnisse, während Sie in Trüben fischen. Ach ja? Sie sind ein Yak, eine Spezies ohne Raumfahrt, die auf ihrer Heimatwelt unter Quarantäne gestellt wurde, weil sie die ersten Kontaktteams des Rats massakriert hat. Diese Basis ist älter als die Entdeckung ihres Planeten. Vermutlich haben sie den ursprünglichen Shadow Broker vor 60 Jahren getötet und seinen Platz eingenommen. Ich nehme an, ein Trophäenjäger hat sie von ihrem Planeten geholt, weil er einen Sklaven wollte. Oder ein Haustier. Na, wie war das? Das könnte ein Problem werden. Sein Schild wegzuballern dürfte nicht das Problem werden. Alter Schwede. Sie sind unter Kontrolle. Der Schild ist kinetisch sensitiv. Energie und Projektile prallen ab. Dann machen wir es auf die harte Tour. Dein Ernst? Nahkampf? Bitch Slap. Autsch. Okay, jetzt hat er ein Schild. Das müsste sie ausbremsen. Das hat nicht sehr viel Schaden gemacht. Hat er sich festgebackt? Nein. Okay, schön. Er ist auf Panzerung runter. Habe Schilde. Sich auf. Alter Schwede. Die. Solange er angreifbar ist. Bin dabei. Ein Hoch auf die Sniper des Panzerungskills. Wenn Sie ihn dazu bringen, den Schild wieder hochzufahren, habe ich eine Idee. Halt, falsche Waffe, die ist nachgeladen. Gut. Setze Biotik ein. Ich glaube, das ist effektiver als die. Aber mit Spezialmuni und Spezialwaffe geht das ziemlich gut. Okay, nice. Okay, Legion, auf dich auszuruhen. Batz. Einer noch. Und in your face. Thank you.
plötzlichen Verbindungsausfall. Bitte Status bestätigen. Agentin Shora erbittet Update. Sind wir noch online? Shadow Broker, ich habe unseren Feed verloren. Wir sind online und erbitten Anweisungen. Jedenfalls sind wir wieder online. Standardverfahren fortsetzen. Ich will innerhalb eines Sonartages einen Statusbericht über alle Operationen. Shadow Broker, out. Meine Göttin, Herzliane. Du. Wie? Nun, jeder, der ihn je persönlich gesehen hat, ist tot. Du, der neue Shadow Broker. Nützlich ist es auf jeden Fall für uns, das Informationsnetzwerk. Wir könnten uns von... Es wäre nicht mehr von Cerberus abhängig, wenn wir uns den... Der Shadow Broker, jetzt durch Liara, ist eine vertrauenswürdige Quelle. Ist es wirklich eine gute Idee, die Rolle des Shadow Broker zu übernehmen? Andernfalls verlieren wir alles. Seine Kontakte, seine Handelspartner, beides würde uns sehr helfen. Mit dem Informationsnetzwerk des Shadow Broker kann ich ihn... Ich kann... Ich überprüfe dann mal die Energieversorgung. Es ist vorbei. Es ist endlich 2 Jahre lang. Schon in Ordnung. Ich habe 2 Jahre um Sie und Farron getrauert. Nun habe ich sie beide zurück. Ich... Mal sehen, was wir hier haben. Keine Schutzmaßnahmen oder Userbeschränkungen. Als hätte er nie damit gerechnet, dass jemand außer ihm hierher kommt. Und es gehört alles uns. Über welche Art von Informationen reden wir hier? Ich bin nicht sicher. Ich muss seine Dateien durchgehen. Kommen Sie später wieder, dann habe ich sicher etwas Nützliches für Sie. Ich wollte lediglich Farron retten. Aber ist es falsch, dass ein Teil von mir das hier will? Mit dem Netzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen helfen. Vielleicht kann ich aus diesem Unternehmen etwas Besseres machen. Seien Sie diesmal keine Fremde. Kommen Sie vorbei, wenn Sie können. Die Tür steht immer offen. Danke, Shepard. Für alles. Shepard hat den Shadow Broker besiegt. Eine Information über die geplante Vernichtung von Cerberus wird bekannt, als Liara Tissoni übernimmt. Die Beziehung der Asari zu Shepard muss sorgfältig beobachtet werden. Ja, kann aber ein Riesenvorteil für uns sein. Denn mit den... Der Shadow Broker hat ein genauso großes Informationsarchiv wie Cerberus und könnte uns ermöglichen, uns von Cerberus zu lösen. Die sind ja mir immer noch nicht ganz geheuer. Ich meine, wir haben ja mittlerweile allein die Projekte, die wir in diesem Teil gesehen haben, reichen schon. Mit Overlord und den ganzen anderen Operationen da.
in Mass Effect 1 war es ja noch schlimmer mit den Forschern und so weiter. Naja. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine sehr mächtige Verbündete. Das in jedem Fall. Weil das Schiff echt hässlich ist. Also es ist cool, aber hässlich.